Hey Leute, willkommen zurück bei Kerbal Space Program mit einer neuen Version. Ja, seit gestern Abend draußen, die habe ich eigentlich versucht zu installieren. Also seit dem 19.09. gegen 22 Uhr oder so ist es rausgekommen. Und es ist wie gesagt die Version 0.17. Yep, geil. Kann ich nur sagen, geil, geil, geil. Dann müsst ihr die Änderung mal sehen. Ja, die erste Änderung wird euch gleich auffallen. Wenn ich drüber einfach auf Start Game und zzup, schon mal cool gemacht. Ja, hier gibt es Szenarios. Eva in Kerbin Orbit. Jebediah Kerman und Evie oder Evie about 30 meters away from the ship. Also hier muss man versuchen, Jebediah zurück zum Schiff zu bringen. Hier. Impending impact. Your lander is heading straight at impact with a moon. See you if you can land and return safely. Also hier muss man schnell irgendwie landen und dann, ja, sicher landen, um wieder zurückzukommen. Und hier ein niedriger Orbit um den Mond herum. Das sind die Szenarien, die es gibt. Dann gibt es noch Trainings, einmal Orbit 101, wie man in Orbit kommt und To the Moon Part 1, wie man zum Mond fliegt. Ich weiß gar nicht, ob da noch mehr kommt an Trainings, ob die jetzt freigeschaltet werden, das wurde nicht gesagt. Oder ob das jetzt erstmal nach Update kommt, denn es ist noch nicht alles ganz fertig, ist ja klar, aber wir können die Resume saved. Hier haben wir keine saved. Aber wenn wir jetzt das Start New machen, seht ihr schon Sandparks and Carrier. Das ist das Carrier Mode, ist was angesagt wurde. Man soll Ressourcen sammeln oder Satelliten in Orbit schicken und Ressourcen sammeln von anderen Planeten und erlaubt dadurch die Möglichkeiten, Geld zu verdienen und neue Teile zu bauen. Große Schiffe. Aber das gibt's noch nicht. Das ist noch nicht implementiert worden. Und wenn ihr jetzt sagt, ja toll, wir starten jetzt mal, ja toll, auf dem Moon zusammen auf Minmus, ist ja nicht so viel, wa? Er soll auch die Sachen dann irgendwie erforschbar sein. Ihr seht schon, das Terrain hat sich hier wesentlich verändert. Also, wir können auch mal gehen, einfach mal hier rein. Leider sind unsere Charaktere nicht mehr. Ja, ihr seht den Part eh erst später. Ich habe den Part jetzt dazwischen gequetscht. Also nicht mehr auf der Reise nach Minmus, sondern anders. Und hier seht ihr den neuen Kerbal. Und. Ihr seht schon, das Terrain hat sich wesentlich verändert, auch hier gerade die Optik, wenn es um die Sonneneinstrahlung geht. Gerade hier sieht man schön den Horizont, wo da der rote Himmel vom, ja, ich rote Himmel, also ich, aufgrund der niedrigen Sonneneinstrahlung, die Sonnenbrechung und so alles. Weiter reinzoomen kann ich hier nicht, oder was? Ach, Kerbin, du täuschst mich. Ja, aber nicht nur Kerbin wurde verändert, nein, es wurde auch The Moon verändert. Ja, ein bisschen bessere Texturen. Gerade hier hinten kann man das schön sehen. Ja, ich weiß, es ist nicht so spannend. Es ist nicht so spannend. Es ist auch hier die Textur. Seht ihr auch diesen schwarzen Strich hier? Also da müssen sie Bitmap noch ein bisschen verändern. Oder JPEG. Ja, Minmus. Was habt ihr da eigentlich als Textur? Na, die sieht relativ gleich aus. Ja, ich glaube, ein bisschen Textur wurde noch in der Nähe reingemacht. Jo, aber. Ja, das ist eine Sache. Das ist eins. Denn ihr könnt es schon ein bisschen sehen, vielleicht, wenn ihr genau aufpasst. Wir gehen einfach mal raus. Da haben wir Kerbin mit Moon und Minmus. Hier seht ihr die Kerbinbahn. Oh mein Gosh. Ja. Mein Gott, deswegen so eine Art Special-Folge auch gleichzeitig. Wir sehen es hier mal. Das ist hier, wie gesagt, hier gehen wir die Kerbinbahn. So, ja. Ihr seht dann ungefähr, dass die Bahnen nicht alle gleich sind von diesen ganzen Planeten. Die haben dann so leicht anderen. Also man sieht hier auch, der Planet ist ganz anders von Umlaufbahn her. Und manche haben so eine leicht schiefe Umlaufbahn. Und wir gehen einfach mal. Wir haben hier Eevee. Maho. Ich wollte eigentlich zu Sun gehen. Oder Kobo. Da steht doch noch Sun. Hier sieht man die neue Textur der Sonne. Hübsch, hübsch, wa? Ja, aber dann gehen wir zum ersten Planeten um die Sonne herum. Und zwar Moho. Merkur ähnlich.
Ob das hier der Name jetzt eine Anlehnung hat, weiß ich nicht ganz. Hier sieht man Krater noch schön. Ich denke mal, die Rückseite wird noch von viel mehr Krater sein. Das sieht man leider nicht. Ich glaube, die hat auch, dieser Planet rotiert auch nicht. Die hat eine gefestigte Umlaufbahn. Ah, wie heißt das nochmal? Eine. Wie unser Merkur sich ja auch nicht wirklich groß dreht. Eine, ja, wie auch. Ich komme nicht auf den Namen jetzt. Dann haben wir Ivy. Ein sehr merkwürdiger Planet, wie ich finde. Lila. Ja, hat wahrscheinlich was mit der Atmosphärschicht zu tun. Weiß auch nicht, was das ist, ob das eine Flüssigkeit ist, die dazwischen ist, oder eine Art Eissubstanz. Man sieht nur, Ivy ist, ja, hat auf jeden Fall eine Atmosphäre. Scheint, ich weiß nicht, wie groß die Atmosphäre von Ivy ist. Auf jeden Fall ist Ivy. Das ist die Altitude. Das wollte ich ja nicht. Hier sieht man nur die Entfernung. Ich wollte eigentlich gucken, wie der Durchmesser ist. Aber na gut. Ivy könnte man leichte Anlehnung an Eva nennen, an weiblich. Wir müssen ja bedenken, dass bei uns Venus ja die Liebesgöttin ist. Und das könnte ja auch gleich sein, dass Ivy auch so eine ähnliche Bedeutung hat. Und die wird von einem, ja, kleinen Felsbrocken, sagen wir mal, umrundet. Und das ist Giddy. Ja. Noch zerkrat oder noch unspektakulärer als Minmus in seiner Form. Insofern. Oder noch unrundlicher. Wenn man überhaupt rund als Steigerungsform benutzen kann. Ja, das ist Eevee. Und dann gehen wir auf jeden Fall zu Duna. Und da kann ich auf jeden Fall Duna, Anlehnung an Dune. Also diesen Roman über den Wüstenplanet. Und Duna hat auf jeden Fall eine Mars-ähnliche Oberfläche. Man sieht auch hier mit den langen Kanälen, das gibt es auch ungefähr bei Mars. Auch die Pole, auch wenn die hier ein bisschen übertrieben wurden. Aber ja, ist halt nicht unser Mars, wa? Das ist Duna. Und Duna wird von einem doch etwas größeren Felsbrocken. Man sieht hier doch eigentlich doch ziemlich den Unterschied. Auch ziemlich nah, muss ich mal sagen. Von Ike umrundet. Doch ein bisschen kratrig, aber ist relativ nah dran. Ich finde ihn gar nicht so unterschiedlich von der Größe. Also, so groß ist der Unterschied nicht. Also Ike hat auf jeden Fall eine Masse. Duna hat auch eine Atmosphäre, nur eine sehr dünne. Deswegen auch eine Anlehnung wegen unserem Mars. Ike ist halt dann auch ein interessantes Ziel, wo man Gilly eher unwesentlich zu erreichen ist. Also der Mond oder der Trabant von, wie heißt es nochmal, Eevee. Und ja, deswegen Ike höchst, ja, könnte man auch versuchen, später nochmal. Dann der größte bisher, man sieht hier, soweit reicht bisher, das Kerbal System. Ja, man hat gesagt, es steht zwar immer noch Sun, aber so unoffiziell wird es Kabul genannt, die Sonne, und von Sol und Kerbin. Und das ist Joule. Joule, ja, Anlehnung an unseren Jupiter. Ein Gasriese, wenn wir mal von der Sonnenseite her. Auch mit, ja, angedeuteten Augen, wie man es nennt, sind in Wirklichkeit Wirbelstürme, die dann immer kreisen. Ähnlich wie bei uns im Jupiter. Und Joule wird umrandet von drei, waren es nicht vier? Doch vier, ich bin blind. Vier, ja, Trabanten. Einmal Leity. Ein sehr interessanter, ja, Mond kann man sagen, und zwar mit Atmosphäre. Und gleichzeitig scheint es Wasser zu haben. Also es scheint so ein hypothetischer Mond zu sein, den man berechnet, wenn es um in den Bereich der, ja, habitaten Zone, also der Lebenszone in einem Sonnensystem existiert. Oder ein Sonnensystem ist ja bei uns im solaren System. Sol ist ja immer noch unser, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ein Sternsystem. Also es könnte sowas sein. Ja, gibt es halt keine reelle Anlehnung in unserem Sonnensystem. Man könnte maximal sagen, ja, hat eine Atmosphäre, Mond mit Atmosphäre, Titan.
um Saturn herum. Vergleichbar. Dann, voilà, ein Eisbrocken. Ähnlich angelehnt, Io müsste es sein. Ist ja auch ein ziemlicher Eismond, auch aktiver Eismond. In dem Fall glaube ich nicht. Größer als Minmus, aber auch ziemlich zerklüftet. Also wird schon kompliziert, weil hier ziemlich viele große Ebenen sind, da irgendwie mal zu landen. Dann der äußerste, ich nehme mal so von dieser Bahn aus, Tylo. Ein ziemlich großer, finde ich, Mondtrabant. Ja, die heißen so. Nicht nur die ganzen Schubkarren, die das damals in der DDR gab. Angelehnung, glaube ich, an Gemini, warum sage ich da an Gemini? Wie heißt der größte Mond um Jupiter herum? Könnt mir in den Kommentaren schreiben, wenn ihr wollt. Aber ja, mit G fängt es an. Sucht einfach danach. So, jedenfalls sieht man da schon sehr die Anlehnung dran. Und dann gibt es noch Bob. Ja, genau, Bob. Ein eher eingefangener Asteroid, kann man sagen. Ich glaube nicht, dass er wirklich groß ist. Man kann es leider schlecht erkennen. Aber nee, der wird nicht so sehr sein. Also, leider sieht man wirklich nicht bei Bob. Größe sieht man nur die alt. Nee. Deswegen, man sieht hier, dass es sich dauernd verändert. Weiter her. Aber das ist doch schön. Also die Geschwindigkeit. Je näher natürlich, desto schneller muss man sein. Ist ja logisch. Das war eine Sache. Noch eine Sache, die verändert wurde. Dafür gehen wir mal kurz zum Spaceplane Hangar. Natürlich gibt es neue Teile. Wir nehmen mal das hier und wir sehen hier gleich schon wieder eine neue Engine und zwar LVN Atomic Rocket Motor. Atomic. Maximal Temp 4000, Maximal Thrust 60. Dies ist die Temperatur, ja. Ich habe es ein bisschen leiser eingestellt. Ich habe eigentlich die Einstellung wie sonst immer gehabt. Ist nicht so stark wie die, aber vielleicht doch ziemlich interessant. Kann man es vielleicht noch nutzen? Der Thrust ist nicht wirklich so hoch, aber. Muss man mal schauen. Ich sag mal, muss man mal schauen. Wir werden mal. Ich werde mal was. Ja. Spartanisches bauen. Damit wir es nur sehen. Ich hoffe, ich habe die Taste noch inne im Kopf. Dann gibt es auch einen neuen Teil, womit man hier zack und da könnte man was Größeres ranbauen. Dann meinetwegen hauen wir jetzt mal hier den hier ran. Und werden hier noch gleichzeitig. Wo haben wir es? Ach, hier sieht man auch noch Center of Lift. Ja, sagt mir jetzt noch nicht wirklich was. Hier sieht man den Thrust. Der Lift sagt ja, von hier an wird erhoben, der Thrust. Von hier kommt der Schub, die Richtung und die Center of Masse. Hier ist genau der Mittelpunkt der Schwere. So, machen wir Duplicate und Snap to Angle. So. Dann. Nein. Tailfin. Meinetwegen. So. Obwohl Tailfin ist eigentlich blöd. Machen diese Delta Wings hier ran. So, dann, was hatten wir? Hier müssen wir hin. Die lassen sich bewegen. Dann auch hier. Ja, ganz normales Spielchen immer. Kennen wir ja schon. Und jetzt bräuchten wir noch irgendwo, wo die Räder anhauen. Ich kenn's ja. Ist ja mal so schön. Räder. Erstmal an sich die Räder. Aber noch, wir haben auf jeden Fall noch was anderes, was ich euch zeigen kann. Wir haben hier noch ein großes Advanced SRS.
Ist auch sehr schön. Und wir haben hier noch auf der ersten Seite, nee, das war es nicht. Wo haben wir es denn? Hier. Ein RCS-Fuel Tank, also ein großer Fuel Tank. Und wir haben hier so ein Separatron. Soweit ich verstanden hat, ist der möglich, der hat auch nur ganz kurzen Thrust, dass wenn man Teile absprengt, dass die ein bisschen weiter abgesprengt wird, so dass man nicht gleich davon kaputt geht, wenn die anderen kommen. So, aber wir wollten ja die Räder haben. Waren die nicht hier drin, ne? Hier waren sie. Okay. Wie schön, dass die Räder immer noch so klasse funktionieren. Ich hasse es. Ich hasse. Und das nur, weil ich kurz was demonstrieren wollte. Ah. Genau, auf der Rückseite. So. Reicht ja aus. Und machen wir mal ganz untypisch. Okay. Klar. Ist alles ziemlich logisch, warum die Räder so komisch sind. Yeah. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn das Ding nicht gleich kaputt geht, dann weiß ich auch nicht. Mein Gott. So. Komm schon. Na. Okay. Ja. Okay. Eigentlich will ich auch nur eins zeigen. Wir machen Test 1. Ist ja nichts Wichtiges. Speichern ab, machen wir mal Launch. Und hier kann man, glaube ich, noch nichts machen. Obwohl bald, eigentlich sollte es jetzt schon möglich sein, die ganzen Körpernoten zu verändern. Und wir sehen auf jeden Fall hier ein neues Bild von Jeb. Also, ihr dürft es jetzt sehen. Ja, jetzt auf jeden Fall. Ist aber auch immer noch kein SS. Man sieht hier direkt, wir können auch hier direkt auf IVA schalten. Also die Innencockpit-Ansicht. Könnt ihr auch wieder rausmachen. Ich glaube, war das I? Nee, war das V? Kamera Orbital. Kamera Auto. Das ist super. C? C war es. Okay. Und da können wir von innen fliegen. Wir werden mal schauen, ob wir überhaupt anheben können, dieses ganze Ding. Komm schon. Flieg. Flieg. Er wird immer schneller, aber er hebt nicht ab. Das macht mir Sorgen. Yeah, er fliegt. Okay. Wir machen Restart Flight. SS sagt nur nicht aktiv. Daran kann es nicht liegen. Ich habe auch dauernd nach unten gedrückt. Ist einfach zu schwer, das Ding, für den Auftrieb. Daran wird es liegen. So, wir machen nochmal so. Und dann werden wir mal in die Perspektive gehen, in die Kameraperspektive. Und dann werden wir mal die Perspektive anschauen. Auch wenn wir nicht überhaupt nicht hochkommen. So. Komm schon. Oh Mann. Herrlich. Mir gefällt's. So. Auch noch ein Feature ist, wir machen mal Restart Flight. Wir haben jetzt auch noch die Möglichkeit, neue Time Warps zu machen. Also die Beschleunigung. Und zwar gibt es jetzt nicht nur die normalen Geschwindigkeit, sondern
könnte auch noch einen physikalischen Warp machen, so wird er gesagt. Wenn ich mal Plus mache, Minus, nein, nein, nein. Da wird auch der Time Warp. Ich will einfach mal, jetzt mal. Genau. Wenn wir jetzt aktiv haben, können wir jetzt hier einen Time Warp 2 machen, Time Warp 3 und Time Warp 4. Was uns natürlich nicht so viel bringen wird, aber. Hey, die Engine ist abgefallen. Ihr habt es gesehen. Wir haben hier trotz. Wir hatten noch die volle Kontrolle und konnten noch vierfache Beschleunigung machen. Das ist so, naja, eine neue Möglichkeit. So nenne ich es mal. Warum stehen hier eigentlich immer neue Charaktere? Ich sag bloß, meine Körpernoten sind jetzt alle tot. Nein! Wenn es so ist, muss ich dann nochmal machen. So, Endflight. Wir gehen nochmal kurz zum Spaceplane Hangar. Oder gehen einfach mal raus, back. Kann man nicht mal mit Restart dann die Charaktere zurückholen? Das wäre mies. Ich werde einfach mal die Dreierkapsel nehmen. Und ich werde ein Ding ranhauen. Wo haben wir es denn? Das SAS-System. Wo haben wir es denn? Hallo. Ich habe es euch doch vorhin noch gezeigt. Hier haben wir es doch. Hinten weiß ich doch noch. Genau. RCR-Tank. Zack. Für ein bisschen RCR-Möglichkeiten. Also wenn es wirklich so ist, dass die nicht wiederkommen, dann ist blöd. Dann ist echt blöd. So, werden wir noch mal kurz hier was ranhauen. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch. Obwohl, das hier mal weg. Ein Decoupler. So, wo haben wir es denn? Jetzt will ich mein das große SAS haben. Ich habe es euch noch gezeigt, wohin. Hier ist es auf keinen Fall. Müsste dort genau hier haben wir es. Bei den anderen SAS sein. Bei den RCS könnten wir jetzt noch mal ein paar Düsen ranhauen, wenn wir wollen. RCS-Düsen. Da, dir. Machen wir vier. Hauen jeweils hier ran. Das ist gut. Und hauen noch Tank ran. Müssen ja auch irgendwie fliegen können. Achso, wir brauchen vielleicht auch erst zum Landen. So. Das hier. Dann nochmal schnell. Nicht nochmal ein SAS, sondern das hier. Die schicken wir mal hoch. Noch weiter höher. Dann kommen hier noch die Landebeine. Haben wir die Beine? Beine, 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 Beine. Landebeine! Kommen genau hier gegenüber. Genau. Muss ich doch nochmal Leiter machen. Ja. Wird schon stimmen. Ah ne, auf vier Seiten ja nicht. Einer reicht vollkommen aus. So. Vielleicht muss man das eher so machen. Gott. Gut. Wird schon klappen. Anschließend haben wir hier nochmal. Ran, welche? Und dann würde ich gerne ja die ausprobieren. Reich, ich glaube, die sind auch immer für eine Rakete, oder? Ach nein, das habe ich die Leiter genommen oder was? Ach man.
Dann war doch das große rein hier. Und dann haben wir noch nebenbei. Machen wir auf drei Seiten. Damit es wenigstens hält. So. Miteinander verbinden. Verbunden. Sehr gut. Und da machen wir den drunter. Muss noch ein bisschen rauszoomen. Ich kann nicht weiter rauszoomen. Okay. Machen wir so. Dann noch ein paar Strut-Connector. Auf jeden Fall die Fuel-Lane. Bekanntlich von dort, wo es hingehört. Ob ich die jetzt hingemacht? Hier in der Luft oder was? Von hier nach hier. Und dann brauchen wir noch die Strut-Connector, was ich ja gesagt hatte. Muss ja auch miteinander verbunden sein. Machen wir noch hier zur Sicherheit. So. Und hier unten noch. Einfach nur zur Sicherheit. Sind ja nicht schwer. Gut, dann. Du kommst mit hier unten rein. Dann müssten die abgebrochen werden. Ja, die. Ja, sieht gut aus. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Teil ist. Ach so, das ist es. Ja, gut. Dann machen wir mal. Mars and Venus. So, one. Hat mir. Ja, jetzt könnte ich sagen. Gut. Wird schon klappen so. Wir haben Ringo, Lincoln und Lemery kommen. Schade, wir haben die anderen nicht dabei. Dann werde ich mal wahrscheinlich selber schicken. Ich glaube, jetzt weiß ich, was los ist. In Settings nicht. Endflight. Restart Flight. Nee, nicht Restart. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die noch bei 3 da drin sind. Da bloß jetzt hält das. Natürlich nicht. Endflight. Vehicle Assembly Building. Nämlich, es sind ja ganz spezielle Sachen gekommen. seit der letzten Version. Die nicht ohne Grund. Und ich habe sie nie genutzt. Und wir werden sie einfach mal nutzen. Die haben wir mal hier ran. Und wo sind sie? Das sind sie. Dann haben wir nochmal eine zusätzliche Position rein. Die drei kommen einfach mal hier hin. Speichern wir ab. Launch. Ja. Passiert. Sorry. Jetzt halten die auch noch Gewicht aus. Woher soll man das wissen? Gut. Würde ich sagen. SAS an. Wir starten. 3, 2, 1. Liftoff. Wir sind zu schwer. Verdammt. Gut, aber ihr habt eigentlich alle Features gesehen, alle neuen. Und ich will mal gucken, ob ich nicht die anderen drei unsere Lieblingshelden zurückbekommen kann. Und ich würde sagen, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und diese drei verabschieden sich auch von euch. Ciao, ciao.